Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, ich hoffe, das letzte Video war für euch mal was anderes. Ich mache heute den zweiten Vlog, auch mit einer noch besseren Perspektive. Ja, ich versuche mich weiter zu verbessern, die GoPro so auszurichten, dass man nicht nur die Decke von dem Auto sieht. Ja, ich bin wieder mal in der Stadt unterwegs, oder noch in der Stadt unterwegs. Ich habe gerade auch das vorherige Video noch geschnitten. Jetzt kommt das zweite Video, kein B5-Video. Heute einfach mal labern. Einfach mal labern, einfach mal quatschen. Ja, so ein Real Talk auf jeden Fall rauszuballern. Ja, weil es ist schon wichtig, da zu sehen, wie die Ampel, wann wird die mal grün, zu sehen und mal sich selbst besser zu sehen und zu betrachten, weil doch so viele, ich denke mal, es schauen auch sehr viele junge Leute zu, auch Leute, die ich persönlich kenne, und dementsprechend möchte ich so ein bisschen auf den Weg mitgeben, wie man jetzt erfolgreich sein kann oder wie, ja, wie man halt das Beste draus macht, ne? Also jeder, der mich persönlich kennt, weiß, meine Vergangenheit, meine Situation war jetzt auch nicht gerade die beste gewesen. Überhaupt nicht. Und ich werde oft gefragt, ja, wie kann ich so gut erfolgreich sein? Wie schaffst du das? Wie hast du das geschafft, dass du jetzt dort stehst, wo du jetzt stehst? Ja, und meine Vision ist nicht aufgeben, ja. Ich war in so vielen Löchern, wo ich gesagt habe, nein, Freunde, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr, ich möchte nicht mehr, ja. So war ich drauf gewesen, und jetzt ist, also es gibt halt sehr viele, ja, gibt halt so viele Dinge, ja. Ich habe halt sehr früh begriffen und mein eigenes Ding durchgezogen, ja. Viele lassen sich ja so von Freunden, Eltern und so weiter, von dem Umfeld so ein bisschen leiten, so, und dann bockt das auch niemand. Und dann bockt das vielleicht einem nicht. Vielleicht liegt das einem ja nicht, was da die Eltern und so weiter von einem wollen, wie auch immer. Bei mir war das auch so. Man hat nie so wirklich gewollt, dass ich das durchziehe, was ich jetzt durchziehe. Ja, dementsprechend habe ich eifersüchtige Neider und so weiter zu tun. 4 Grad zu tun, wo ich mir halt sage, Leute, das, warum gönnt ihr es den anderen nicht? Ne? Man muss halt schauen, ja, die Drecksgesellschaft, Entschuldigung für diese Ausdrucksweise, diese Gesellschaft ist daraus ausgelegt, man muss überall sein Bestes geben, man muss überall ihr wisst schon, was ich meine. Und dass man halt überall sich dieser Gesellschaft fügt, ja. Und dieses Fügen dieser Gesellschaft bringt halt da, dass viele auch total unglücklich sind. Wenn, ich gebe euch wirklich einen Job, wenn, probiert es euch wirklich aus. Bei mir war das jetzt mit Audi und so weiter, das sind so Grundsteine, wo ich aufbaue und wo ich aufgebaut habe. Ich habe es erreicht, ich bin froh. Es gibt andere, die haben halt nicht so das Glück gehabt, ja, und das alles, wie gesagt, ich habe auch mittlerweile ein sehr gutes Umfeld, was mich auch stärkt und stützt, ja, das muss man mal an der Stelle mal ganz klar erwähnen. Es gibt so, das Umfeld muss natürlich stimmen, man muss Leute haben, die hinter einem stehen, auf jeden Fall, ja. Wenn irgendein Freund oder irgendeiner sagt, das wollen wir aber nicht und nein und das Scheiße, was du hast. Ja, Meinung ist ja das eine, Meinungsfreiheit. Aber das andere, ja, jetzt die Freundschaft oder so weiter zu beenden, nur weil man eben sein eigenes Ding durchzieht. Das sieht man, gerade bei solchen Dingen merkt man auch, was die wahren Freunde sind, liebe Freunde. Was die wahren Leute sind, ob die wirklich so einem wichtig sind oder auch nicht. Ne? Weil jeder Freund von euch, der respektiert das, was ihr macht und euer, ne? Man kann unterschiedlicher Meinung sein, das kann man, aber man muss halt auch schauen,
wie stark... Oh, noch ein Golf, noch ein Drecksgolf 2.0. Ich habe ein Auto für, einen Namen für dieses Auto geschaffen jetzt, für den 8er Golf. Das ist jetzt der Drecksgolf 2.0, weil Chabo hat ja den 7er, ich habe ja den 8. Das ist... Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Der Parkding? Irgendwas ist nicht richtig mit dem... So. Das ist irgendwas, stimmt da mit dem Ding nicht, mit dem Nummerntafelhalter. So, muss ich gleich mal schauen. Hat die neulich in der Waschstraße gehabt, dass der Nummerntafel runtergegangen ist. So, hoffen wir mal, dass das nicht der Fall ist, ne? Na, das ist weg. Irgendwas war da. Irgendwas war mit der Parkdings. Schau ich gleich mal. Ich fahre eh zum Tanken. Da ist wieder ein 8er. Schon wieder ein Golf 8. Die vermehren sich, diese Autos. Diese Drecksgolf 2.0, die vermehren sich. Das ist ein ETC vorne. Ich bin stolz auf einen 150 PS. Drecksgolf. Ja, muss ich mal ganz klar sagen. Ich bin stolz, dieses Auto zu haben. Das ist stolz. Ich meine, mir reicht es auch. Ja? Mir reicht es. Ich habe als Projekt den B5. Aber schweifen wir nicht vom Thema ab. Schweifen wir nicht vom Thema ab. Die Sache, ja, Erfolg, das ist bestimmt so durch, ich sag mir halt immer, scheißt darauf, was andere sagen. Scheißt's wirklich drauf. Scheißt's drauf und zieht euer eigenes Ding durch. Leute, macht das, selbst wenn ihr jetzt bei McDonald's, bei Mc's arbeitet oder wenn ihr früh beim Bäcker Brötchen backt, wenn das eure Leidenschaft ist, dann tut das. Meine Leidenschaft war halt viel Autos, darum bin ich in die Autobranche reingegangen. So, ich verbinde das jetzt auch irgendwo jetzt mit YouTube und Videos und sonst derweilen, weil das taugt mir einfach. Das taugt mir einfach und das ist für mich halt doch so eine Sache, wo ich halt wirklich sage, die GoPro, läuft die? Ja, ja, die läuft auch. Wo ich sage, ja, das ist so ein spezielles Thema, was ich schon immer mal besprechen wollte. Weil wir kennen ja alle, also beziehungsweise wer mein FAQ-Video vom August kennt, oder Ende August, da hatten wir ja einen sehr, sehr speziellen Kommentator, einen Hater in diesem Kommentar. Ja? Carlo Koks Nutten heißt dies. So heißt dieser Hater-User, der da mein Video damals kommentiert hat und was für Hate-Kommentare er losgelassen hat. Eifersüchtig, weil dieser selber wahrscheinlich nichts auf die Kette gebracht hat. Ja, natürlich, Haten ist das andere. Dieses Nichts-Gönnen in dieser Gesellschaft, das ist das, was ich per se hasse, Leute. Das hasse ich sowas von. Anstatt dass, ich meine, jeder hat ein Mensch, jeder ist Mensch, jeder kann respektiert werden. Man muss ihn nicht mal mögen, auch wenn man nicht leiden kann. So ein bisschen respektvoll miteinander umgehen, ja. Und solche Hate-Kommentare, ja, die waren ja schnell verschwunden. Ich habe sie halt gelöscht, weil auf sowas gebe ich einfach nichts. Auf sowas gebe ich nichts. Hater sind Leute, die unglücklich selber, irgendwo hat es da nicht funktioniert im Leben und da muss man eben es anderen auch nicht gönnen. Ja, das ist doch dasselbe jetzt wie hier bei uns in der Arbeit, bei Audi. Da ist das so, dass wir jetzt Erfolgsbeteiligung kriegen. Ne? Und da gibt es da draußen ganz viele Menschen, ganz viele Menschen, die einem das nicht gönnen. Wenn man sich so auf in den sozialen Netzwerken so das liest, ja, so der Donaukurier zum Beispiel bei uns oder solche Geschichten, ja, da ist das halt wirklich eine Sache, wie, das ist einfach nur stumm gegen Audianerinnen, Audianer zu machen, ja, um da wieder irgendwas zu suchen. Warum, kann ich selber nicht nachvollziehen. Ne? Wenn diese Leute, wenn die unglücklich im Job sind, wenn die, da soll sich beim Vorgesetzten beschweren, bei der Politik oder sonst wem. Ja? Oder sie sollen sich Gewerkschaften gründen. Ja, das ist das, was bei uns in der Automobilindustrie so läuft. Wir haben halt Gewerkschaften, die das Ganze für uns verhandelt haben. Deswegen
ist es auch so. Und es gibt halt so viele Leute draußen. Sammelt euch, macht irgendwelche. Aber jetzt schweife ich schon wieder vom Thema ab. Das ist. Ich weiß nicht, was mit mir heute los ist. Muss ein bisschen bei dem Thema bleiben. Ich schon wieder voll auf der Linie und wieder irgendwo abgebogen, wo das nicht sein soll. Gut, aber jedenfalls. Hate, Neid, Eifersucht, das ist sowas, anstatt dass man eifersüchtig. Eifersucht, das entwickelt sich ganz schnell, liebe Freunde. Sowas entwickelt sich halt wirklich, das ist halt wirklich nicht mehr normal, wie schnell sich sowas entwickelt, weil die meisten Leute, ich meine, die gehen halt wirklich hart arbeiten, ja. Ich sag mal so, ich selber arbeite jetzt insgesamt jetzt auch schon 10 Jahre, inklusive Ausbildung etc. pp. Und ich habe das, was ich jetzt habe, mir hart erarbeitet, liebe Freunde. Ich habe das wirklich hart erarbeitet. 10 Jahre harte Arbeit, wo ich jetzt stehe. Ja? Und dann dieses Haten immer, das ist einfach, was ich überhaupt nicht ab kann. Sowas kann ich überhaupt nicht ab, liebe Freunde. Ich meine, man muss nicht konform mit allem sein, aber ja. Ne? Und das gilt auch für dich, lieber Carlo Kucksnutten. Wenn du ein Problem mit mir hast, dann kannst du es mir selber, du wirst mich persönlich kennen, du wirst meine Nummer haben, was du eh nicht machen wirst. Dafür hast du den Mumm, nicht, sag ich jetzt mal dazu. Und auf jeden Fall, du bleibst schon drüben, Radlfahrer. Auf jeden Fall. Oh ja, schön. Ich bin mit dem Golf hier zufrieden, ja? Ich bin mit B5 zufrieden, mit dem 7er Golf, mit dem 8er Golf zufrieden. So, gut. Jetzt müssen wir tanken. Alter, das sieht man schon, als würde man Gold hier eine tanken, Alter. So, gut. Ich mach die GoPro wieder an, wenn wir fertig sind. So, naja, jetzt gefühlte Ewigkeit später geht's auch schon los. Lass mich durch. Hier, ja, nochmal ein Golf 8 Variant. Ja, sehr geil. So, wollen wir mal hier. So. Passt. So, jetzt geht's ab hier. So, und once 69, da meint man ja, man wird hier Gold tanken, Alter. Ich schwöre es. So, Wahnsinn, oder? Man sieht halt wirklich, da wo es halt. Die, wo viel Geld haben, die kriegen immer mehr Geld, und die, wo wenig haben, die kriegen einfach die Spritpreise. Wahnsinn. Ja, das ist er von außen. Das wäre der Drecksgolf hier von außen. Achter Golf. Ja. Kiste. Ja. Bisschen was. Aber er schon wieder kickt. So. Schauen wir mal. Oh, 50 Euro, Alter! Spinster, wer ist der Narrat, Alter? So, immer mal mach Vollgas, Alter. Na, 50, können wir die 50 fahren? Voll! Ja, na, da hört es schon auf. 30 Liter. Aha, das passt schon. Das ist, als würde ich hier Gold einschütten, Alter. So. FPS, 2 Maskenpflicht hier noch. Ich mach die Kamera an, wenn ich wieder im Auto sitze. So. Jawohl! Ich sitze wieder im Golf. So, Maske runter. Here we go again. So. Ja, man kommt auf Aufmerksamkeit. Sieht man schon, wenn man. Aufmerksamkeit kriegt man schon mit der Kamera. Das kann ich sagen. So.
jetzt aber ab. Ja, gerade noch schnell den Golf getankt. Noch auf, komm! Ja, die an der Tankstelle, die war schon so ein bisschen. Was ist das? Das ist nur eine GoPro. Das ist eine Kamera. Ja, so. Startstopp ist an. Ich nehme euch so ein bisschen mit jetzt. Ja. Real Talk. Also, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben gewesen. Erfolg auf jeden Fall. Man muss halt schauen, zieht euer eigenes Ding durch. Hört nicht auf das, was andere euch sagen, sondern zieht euer eigenes Ding durch, liebe Freunde. Das kann ich euch nur anraten. Nur so, das ist, wie soll ich das sagen? Das Neid und so. Ich meine, klar, vielleicht ist es selber nicht so gelaufen, wie es vielleicht laufen sollte. Aber man kann doch schon, ich sag mal so, dann sollte man schauen, dass man halt zumindest das Beste aus seiner Situation heraus macht. Ja? Weil das bringt nichts. Das bringt nichts, wenn man da jetzt haten tut. So, jetzt sind wir wieder im Kreisverkehr. Ich habe ein bisschen ein paar Sachen auch schon organisiert für eventuelle Videos, die kommen werden. Ich habe so ein paar Dinge organisiert, um Challenges zu machen. Was ja auch vielleicht, so Challenges, wo man so ein bisschen mehr zur Unterhaltung dient. Totwinkelwarnung. So, wir sind hier im Einkaufscenter. Ups, da vorne haben wir zwei Kollegen, Mitarbeiterleasing 1, Mitarbeiterleasing 2. Gut, so, wo bin ich stehen geblieben? Ja, was ist jetzt los? Fahr zu, bitte! So, ja, genau, das ist Co-Leasing. Auf jeden Fall läuft das Ganze sehr gut an. Es ist jetzt mein zweiter Vlog und ich hoffe, soweit kommt ihr gut. Also, da haben wir wieder so einen Nissan. Sehr gut, das Auto zum Zerstören. Sowas in der Richtung, das Modell als Cabrio. Das wäre das, was ideal ist zum Zerstören, ja. So ein bisschen, um die Pläne anzuteasern. Jawohl, Fahr zur. So. Und dieser Stop-and-Go-Verkehr, der zippt mich schon ein bisschen an. Gut. Aber, was ich jetzt damit. Schauen wir mal, wie viel haben wir da aufgenommen? Ah, ja, das geht noch. Ja, man merkt schon, auch Samstag ist relativ viel Verkehr. Das merkt man schon. Da bin ich schon letztes Mal vorbeigefahren. Ach, guck mal, der Silberne. Oh, schon wieder zum Zerstören. Oh, Blitzer, Alter. Halte nicht. Ja, man muss schon ein bisschen achten darauf, inwieweit man, ich sag mal, geht was so für YouTube, was man halt jetzt da auch für YouTube alles macht. Es ist ja alles auch eine Investition, es ist eine Zeitinvestition. Also in meinem Fall, ich sag jetzt mal so, für Audi und auch für die Autobranche und das alles habe ich mich ja auch nur entschieden, weil ich schon von klein auf mit Autos und so zum Tun, was macht der hier, zu tun hatte. Und mir ist es halt da wichtig, mir war das halt wichtig, dass ich das, was mir Spaß macht, umzusetzen. Viele gehen da halt hin und trennen Berufung, Hobby und so. Ja gut, das ist ja auch deren Sache und nicht meine, ja. Genauso wie es beispielsweise Leute gibt, die spirituell sind. Ja? Ich kenne da zwar auch eine Handvoll, die könnte ich jetzt aufzählen, mache ich jetzt an dieser Stelle mal nicht. Ja, ich meine, da gibt es auch diese Kandidaten, die einem das aufzwingen möchten. Ja? Die möchten halt ihr Ding dem anderen aufzwingen. Ja? Also so, ich kenne da so zwei Leute, die spirituelle Glaubenshinterkenntnisse haben. Habe ich auch nicht grundsätzlich nichts dagegen. Jeder soll das leben, wie er lebt und seine
Bedürfnisse und alles so ausleben, wie er das gerne hätte. Das ist ja auch alles kein Problem. Aber das dem anderen aufzuzwingen, das muss er. Schöner RS5. Schöner RS5. Kann ich mir halt nicht leisten. Bei mir ist es halt nur bei Drecksgolfs geblieben, ja? Drecksgolf 1.0 und Drecksgolf 2.0. Also für mehr hat es halt bei mir nicht gereicht. Ja, ich weiß schon. Ihr wisst schon Bescheid, ja? Ihr wisst schon Bescheid. Ja? Und auf jeden Fall, ja, würde ich sagen, lassen wir noch den guten Q3 rein. Und ja, soweit, so gut. Weiß ich nicht, was. Alter, seht ihr diese Spritpreise? Seht ihr das? Und jetzt durch den Ukraine-Krieg ist das natürlich noch zusätzlich hochpusht. Was, ne? Ölpreise, Energiepreise, das schießt ja alles hoch. Ey. Ja, ja. Alle, wo sie Geld haben, da geht's auf jeden Fall. Die sacken sich jetzt, machen sich die Taschen voll. Und solche Leute, die wie wir oder die ganzen Leute, die unterwegs sind. Ja. RIP, Leute. Anders kann man das nicht bezeichnen. Und dementsprechend RIP, ohne Scheiß. Was man wirklich die normalen Leute werden immer weiter ausbeutet und die, wo Geld haben, die kassieren immer noch mehr. Und das finde ich halt irgendwo ein bisschen ungerecht an diesem System. Naja, müssen wir mal abwarten, was die Zeit so mit sich bringt. Ja. Man muss halt wirklich jetzt schauen, wo man bleibt. Ja, wo man. Und man muss seine Persönlichkeit so ein bisschen entfalten. Man sollte sich selbst weiterentwickeln. Und jeder hat. Oha, das war noch dunkelgelb. Gut noch rübergekommen. Man muss sich ja absichern. Diese ganzen Allmann-Anzeigen, die sind schneller da, wie man schauen kann. Aber alles gut, kann ich mitleben, alles gut. So. So. Ein bisschen hier zügeln hier. Wir wollen ja vermeiden, geblitzt zu werden. So. Aber so schaut das aus. Jetzt habe ich sogar mittags ein Video gemacht und noch einen Abendvlog. Das ist doch mal was Geiles. Rote Ampel. Rote Ampeln. Wisst ihr, wie sehr ich rote Ampeln hasse? Ich hasse sie einfach. Ja gut. Ich hoffe, euch hat es trotzdem dennoch Spaß gemacht. Und ja. Wünsche euch soweit. Ja, eine gute Zeit, bis zum nächsten Video und haut rein. Bis dann.